Darf man von den Kunden erstmal das Geld im Voraus verlangen, bevor man die Arbeit gemacht hat? Ist das halal? Eigentlich nicht. Dass man den Leuten sagt, okay, dies kostet 50 Euro, du gibst mir erstmal die 50 Euro, dann mache ich die Arbeit. Da sollte man das nicht machen. Da kann man einen Vorschuss haben, damit man anfängt. Aber dass man das nimmt von den Leuten, bevor man das etwas gemacht hat, dass du nimmst deinen Lohn, bevor du gearbeitet hast. Und das ist eigentlich nicht richtig. Nicht nur islamisch gesehen, sondern allgemein. Man kann, das nennt man Aqdus Tisna'a. Man kann das machen. Aber ob man den vollen Lohn dafür bekommt, das ist die Sache, die natürlich fragwürdig ist. Wallahu ta'ala ala wa alam.